Umfangreiche Aufwendungen hat die Pestalozzi-Oberschule in Buchholz erfahren. Rund 188.200 Euro investierte die Stadt Annaberg-Buchholz im Jahr 2018. Davon kamen 40% aus dem Landesprogramm Schulische Infrastruktur. Mit den bereits davor geleisteten Sanierungen ist ca. 500.000 Euro ausgegeben worden. Das berichtete die Stadtverwaltung im Rahmen eines Pressetermins. Die grundlegenden Bauvorhaben sind nun erst einmal abgeschlossen. Aber eine Werterhaltung und Instandsetzung mancher Räumlichkeiten und Gänge wird es auch weiterhin geben müssen. Nach zahlreichen Bauvorhaben in den Vorjahren sind die Bedingungen besser. In 4 Räumen, die grundlegend saniert wurden, ist ein Wohlfühlambiente für Lehrer und Schüler entstanden. Unter anderem wurden hier Fenster ausgetauscht, die Elektrik erneuert und Heizkörper neu installiert. Aber auch Akustikdecken mit LED-Lichtern wurden eingebaut bzw. installiert. Ein Farbkonzept sollte zu jedem einzelnen Raum passen. Die Räume stehen jeweils für ein bestimmtes Fach, wobei fast alle Klassenzimmer für fast alle Fächer geeignet sind. Umfangreiche Änderungen gab es auch aufgrund neuer Brandschutzverordnungen. Erst danach konnten wieder alle Räume genutzt werden, auch die, die wegen Mängel einst gesperrt waren. Eine neue Feuertreppe gehörte zur brandschutztechnischen Erneuerung. Überwiegend regionale Firmen haben während des normalen Schulbetriebes um- und ausgebaut. Das war notwendig, weil sonst kein schneller Abschluss der Vorhaben gewährleistet worden wäre. Die Pestalozzi-Oberschule hat einen sehr guten Ruf, was die Schulabschlüsse anbelangt. Man sei stolz darauf, dass sämtliche Schüler, die dort zur Schule gegangen sind, im weiteren Ausbildungsweg keinerlei Probleme hatten und haben. Das bestätigen auch ehemalige Schüler.